Also für alle die, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, weil ich hier in irgendeiner Form schlecht rübergekommen bin, nochmal vielen, vielen Dank an alle, die heute erschienen sind, an die Unternehmen, die sich bereit erklären, an dem Aktionstag teilzunehmen und heute zahlreich erschienen sind. Ich habe es schon erwähnt, der Wirtschaftskreis, der Handwerkskreis, die Gewerbebande. Vielen lieben Dank. Unsere Schirmherren habe ich präsentiert. Ich hoffe, dass es so rübergekommen. Herr Dr. Siegmann, Herr Dr. Fuhrmann haben sich wieder mal bereit erklärt, die Schirmerschaft zu übernehmen. Dafür herzlichen Dank. Und das Orga-Team habe ich auch erwähnt. Wünsche Ihnen natürlich jetzt einen tollen Nachmittag, viel Erfolg bei den Projekten und darf dann überleiten an den Jost Wagner, der Sie hier ein bisschen durch den Nachmittag führen wird und auch mal in einigen kurzen Gesprächen mit den beiden Schirmherren mal auf den Wirtschaftstag grundsätzlich eingeht und auch einige Fragen darüber hinaus stellen wird. Von meiner Seite aus erstmal herzlichen Dank, schön, dass Sie alle da sind und viel Erfolg für euch. So, ich versuche das nochmal mit dem Mikro. Geht's jetzt? Können Sie mich auch hinten hören? Wunderbar. Das habe ich absichtlich gemacht. Das war eine kleine technische Störung. Das heißt, in diesem Zusammenhang möglicherweise nicht, ist es eine Bombendrohung. Also schön hier drin bleiben, Engagement vereinbaren, schließen und einen erfolgreichen Tag haben. Ich darf Sie auch nochmal ganz herzlich begrüßen und habe gerade von der Nadine Gronziok noch die aktuellen Zahlen bekommen, die einfach unterstreichen, dass wir jetzt auch bei der dritten Projektmesse zu unserem dritten Aktionstag tatsächlich ungebrochenes Interesse sowohl der Unternehmen als auch der sozialen Einrichtungen haben. Wir haben dieses Jahr an engagierten Unternehmen 67, die beim Aktionstag im September mitmachen. Ja, ich denke, das ist ein Applaus jetzt. Wir haben heute hier Einrichtungen mit Projektideen 38. Und mit diesen 38 insgesamt 71 Projektideen, aus denen die Unternehmen gleich neben unseren Projektmessen auswählen dürfen. Ich darf an dieser Stelle Herrn Dr. Udo Siegmann und Herrn Dr. Axel Fuhrmann dazu bitten. Wir freuen uns nämlich riesig, dass die beiden Herren nun schon im dritten Jahr unsere Schirmherren sind. Und wir freuen uns auch sehr darüber, dass wir nicht nur die Imagrat zu Düsseldorf, sondern auch die Handwerkskammerin zweiten nach dieses Jahres im Zusammenschluss mit den Handwerkern sehr viel intensiver geworden durch einige Unternehmerfrühstücke, durch ganz intensive Kontakte, werden Sie heute auch hier den einen oder anderen befreundeten Handwerker sehen, der Sie sicherlich auch bei Ihren Projekten unterstützen darf. Ich danke, ja, ich muss die Geschlechtung nicht gerade, sollte ich das Mikro ein bisschen weiter vom Mund nehmen, geht es besser oder ein bisschen näher an, wie es dann besser, sondern nicht besser. Aber wenn ich so spreche, geht es auch nicht besser, oder? Ja? Da geben Sie mir 3 Minuten, dann ist meine Stimme weg. Herr Dr. Siegmann, wir freuen uns riesig, dass Sie jetzt auch im dritten Jahr bei uns sind. Können Sie uns mal ganz kurz in Ihren Worten beschreiben, warum tun Sie sich das auch noch an? Sie sind ja viel unterwegs, Sie sind sicherlich Schirmherr von ganz vielen Veranstaltungen. Warum geben Sie uns die Ehre auch von dritten Jahr? Also ich darf sagen, man hört mich, ja. Jetzt kommen Sie doch alle ein Stückchen näher. Genau. Im Moment müssen Sie ja gar nicht an Ihren Ständen stehen. Kommen Sie einfach ein Stückchen näher zu uns, dann fühlen wir uns hier vorne auch nicht so einsam. Das Mikro an hat ihn, aber ist nicht so nah gehalten. Da kann man meistens. Ja, jetzt hört man gar nichts mehr. Aber Sie hat das Mikro gerade nicht so nah. Da kommt dann noch ein bisschen. Neuer Versuch. Hallo.